Hallöchen und schönen guten Tag bei Wreckfest. Dieses Spiel verlässt nächste Woche den Early Access und erscheint dann in der finalen Version auf Steam. Und ich habe es mir jetzt nochmal besorgt, denn wenn es dann offiziell erscheint, wird es teurer werden. Aktuell kostet es 35 Euro und es wird dann wohl 45 oder 49,99 kosten. Irgendwas so in der Preisspanne. Und da dachte ich mir, ich lege es mir dann doch jetzt mal zu. Ich habe da schon eine ganze Weile beobachtet, seit 5 Jahren wird dran entwickelt, gab wohl zwischendurch auch immer mal, oder immer mal nicht, aber einmal ein Entwicklerwechsel, seitdem ging es dann wieder deutlich bergauf mit dem Spiel und es wird nochmal eine ganze Menge neuer Content hinzugefügt, wenn dann die Version 1.0 bzw. die Release-Version erscheint. Ja, was gibt es zum Spiel zu sagen? Wer Destruction Derby noch kennt von der PlayStation, dem sollte das nicht fremd sein, denn so ähnlich läuft das hier auch ab. Und ich habe gestern mal so ein paar normale benutzerdefinierte Rennen gefahren und fand das schon ganz geil. Es hat mir sehr gut gefallen. Und wir können ja heute einfach mal in die Karriere reinschauen. In die regionalen Junioren. Man hat am Anfang, Moment, bevor wir loslegen, man hat am Anfang nur ein Auto, diesen C125 Rocket und ja, 184 PS. Und wie knapp 1,5 Tonnen. So, ich kenne mich mit Autos nicht so aus, aber beim Zerstören bin ich ganz vorne mit dabei. Genau, das ist das Auto, was wir haben und wir gucken einfach mal hier rein. Racing Series, weiß nicht, ob uns hier... Nee, genau, hier wird unser Auto, was wir haben, das können wir direkt nehmen. Man kann rechts oben, wir sehen, ich bin schon Level 3, das ist natürlich nicht viel. Ich habe gestern, weiß ich nicht, eine Handvoll Rennen gemacht, um mal so ein bisschen reinzukommen wenigstens. Man kann, bekommt Credits, die stehen rechts oben, links unterhalb der Level 3 Anzeige. 19.000 Credits, davon kann man sich später noch Autos kaufen. Und man schaltet dann auch immer mal, je nach Level Up, neue Fahrzeuge frei, die man kaufen kann. Oder neue Tuning-Teile bekommt man, die man dann einbauen kann und so weiter und so fort. Aber ich habe da halt, ne, zwecks Level 3 noch nicht so viel. Kann man denn hier... Vehicle Damage normal, realistisch. Ja, wir lassen es mal auf normal, vielleicht besser. Hier kann man anscheinend keine Schwierigkeit wählen, was nämlich geht, wenn man ein benutzerdefiniertes Rennen startet. Okay, dann schauen wir einfach mal rein. Nicht wundern, es kommt eigentlich eine schöne, passende Hintergrundmusik in den Menüs. Da bin ich mir aber nicht so sicher, was die GEMA davon hält. Deswegen ist das hier in dem Fall einfach mal ausgeschaltet. Das Spiel hat eine schöne Mod-Unterstützung per Steam Workshop. Das funktioniert wunderbar. Und da gibt es auch einige nette Sachen. Aber da für mich erstmal das Spiel so noch neu ist, habe ich jetzt hier noch nichts weiter eingestellt. So, man kann auch unter Schwierigkeit in dem Fall hier einfach das Auto noch so ein bisschen einstellen. Aber ich lasse das alles... Ach, hier, guck mal, hier. KI-Schwierigkeit, ich mach mal auf Neuling, war gestern zu einfach. Amateur, da hatte ich schon ein bisschen zu tun. Ach so, und dann gibt es nur noch Experte. Ach so, wusste ich gar nicht, es gibt nur 3. Dann nehmen wir den Mittelweg. Das war schon recht schön. Fahrschwierigkeit ist am Anfang immer auf leicht gestellt. Habe es dann auch auf normal gestellt, dass hier wenigstens alles so halb dabei ist. Und dann gibt es noch schwer und auch noch extra schwer mit der manuellen Schaltung, benutzerdefiniert. Wir lassen es einfach mal auf normal, KI-Schwierigkeit auf dem mittleren Weg. Jo, dann geht's los. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Runden gut überstehen. Das sind 3 Runden. So. Gibt auch verschiedene Perspektiven. Die Cockpit-Perspektive, Motorhaube, Stoßstange hinten dran und nochmal ein Stückchen weiter hinten dran. Ja, die KI, die finde ich ganz geil, muss ich sagen. Und die verhalten sich wirklich manchmal richtig assi. Manchmal fahren die wirklich gute Manöver und also da ist man allem was dabei. Also so wie es eigentlich für so ein Spiel ist. Und man kann ruhig ganz schön zerbeult sein. Das Fahrzeug hält einiges auf. Links unten sehen wir einmal so das Auto ringsrum. Wo wir schon großen Schaden erlitten haben. Das kann dann immer roter werden. Und wir haben gerade auch 100 XP erhalten für einen gewissen Rempel. Also wenn man doll in die Gegner reinrempelt, dann bekommt man auch Zusatz-XP. So. Also ihr könnt gerne, für Leute, die hier mehr Ahnung von dem Spiel haben, gerne noch ein paar Infos in die Kommentare mithauen, die für mich vielleicht relevant sind oder wichtig sind. Oh, da hat einer schön alles mitgenommen. Vor allem, das bleibt alles liegen. Egal, wie viele Runden du hier fährst, die Reifenstapel, die hier eventuell zerstört werden und Autoteile, die abfallen und rumliegen, Zäune, die ich hier kaputt fahre,
Das bleibt über die ganzen Runden erhalten und bleibt einfach liegen. So. Handbremse. Ja, es geht leider nur, ich habe mein PS4-Gamepad nicht anständig zum Laufen gebracht, weil ich da, ich persönlich, lieber spiele. Geht aber trotzdem hervorragend mit dem Xbox-Gamepad. Das wird ohne Probleme anerkannt. PS4-Gamepad hat nicht funktioniert von Natur aus und auch über ein extra Programm habe ich es nicht anständig zum Laufen gebracht. Ich habe es zum Laufen gebracht, auch dass es so einigermaßen gut funktioniert, aber so ein paar Steuerungssachen spinnen dann da trotzdem rum. Macht ja nichts, geht auch gut mit dem Xbox Gamepad, ganz klar. Und auf alle Fälle, ja gut, entweder ich habe gerade ein bisschen Glück oder die ersten Rennen sind vielleicht allgemein noch nicht so schwer. Aber gestern hatte ich schon deutlich mehr zu knappern auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad. Ich denke mal, für das erste Rennen wird es nicht so krass sein. So, ein riesen Pluspunkt, den das Spiel bietet. Es hat keine Gummiband-KI. Gott sei Dank. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Vorteil, wenn du weit vorn im Feld bist, dann holen die Gegner nicht einfach sinnlos auf, weil sie dann irgendwie einen super Boost haben und vorne wegfahren. Und du kannst dann halt deinen Abstand einfach weiter behalten, oder... Pech kannst du natürlich haben, wenn du direkt irgendwo aus der Kurve rausgeschleudert wirst, du überschlägst dich und so weiter und fährst halt hinten mit. Dann ist es natürlich schwieriger, wieder ranzukommen, aber ich finde immer keine Gummiband-KI viel, viel besser. So, rege ich mich jedes Mal drüber auf, dass ich das genauso Schwachsinn finde wie mitlevelnde Gegner bei RPG-Spielen. Okay, hier, 2500 XP, kriegen wir auch ein bisschen Geld. Hier anscheinend noch nicht, vielleicht erst, wenn das, ach hier, Renntag 2 von 4. Aha, cool. So, ich habe das extra aufgehoben. Ich dachte gestern, als ich es dann runtergeladen habe, nee, komm, spiel mal nicht die Saison oder die Karriere, sondern heb dir das mal für die Aufnahme dann auf. Jo, geht's direkt weiter. Man kann auch das ganze HUD theoretisch, könnten wir das einfach mal ausschalten. Weil man braucht es theoretisch nicht. Gut, man sieht jetzt nicht, wie viele Runden muss ich fahren. Das sind wahrscheinlich wieder drei. Vielleicht steht es auch noch mal, bevor das Rennen beginnt. Man sieht links unten nicht, wie Schrott das Auto schon ist. Und man sieht dann auch nicht die Position, auf der man sich befindet. Aber ich denke, das kann man noch einigermaßen ganz gut selber so einen Blick behalten. Jetzt sind wir vielleicht so im vorderen Drittel irgendwo mit drin. So. Na? Oh, du fieser Sack, ey. Wie ist denn das bei dem Spiel? Sollte ich da eher das Auto tun, was ich von Anfang an habe? Oder soll ich dann wirklich irgendwann auch mal... Ah, shit. Einfach ein neues kaufen. So, das war Runde 1. Gut, die Geschwindigkeit, Drehzahlmesser rechts unten sieht man auch nicht. Aber ich denke, das ist verschmerzbar. Keine Simulation, wo ich sowas bräuchte. Shit. Richtig dumm. Gestern bin ich Rennen gefahren auf so einer Strecke, die sich so ein bisschen kreuzt in der Mitte. Und wenn du dann Pech hast, dann kommt halt einer direkt von der Seite nicht reingeballert. Da bin ich 5 Runden gefahren. Da sah mein Auto vielleicht aus. Das war am Arsch, sage ich euch. Bin mir gar nicht sicher, ob Autos auch einen Totalschaden haben können, dass man gar nicht mehr mitfahren kann. So. Gut, ich mache es jetzt trotzdem mal kurz wieder ein. Das Interface. So. Och, Position. Vorletzter. Ehrlich. Haha, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier nehmen wir bloß 16 Autos dran teil. Ach so. Beim benutzerdefinierten Rennen hatte ich die Maximalzahl, also insgesamt mit mir 24. Scheiße, muss ich jetzt nochmal deutlich aggressiver sein. Da, eine schöne Drehung, plus 100 XP. Geil. Ist das eine Lebensanzeige eigentlich? Da unten die 94 unter dem, links unten in dem kleinen Interface. Da ist schon der erste durchs Ziel. Fuck ey, 12, uiuiui. Das lief nicht gut, da bin ich vorhin einmal voll raus. Der Anfang war nicht so optimal, aber so kannst du halt manchmal laufen. Gibt auch Gott sei Dank keine Rückspulfunktion, was ich bei so einem Spiel auch wieder bescheuert gefunden hätte. Bin ich echt froh. Ich hoffe, die kommt nicht ins Spiel, wenn das dann live oder wenn das dann
Release-Status hat. So, aktuelle Position 2 insgesamt. Ja, mal schauen, was man überhaupt machen muss, um in der Karriere voranzukommen. Vielleicht irgendeinen Punktedurchschnitt erreichen oder so. Okay. Starten als Elfter. Als Elfter. Elf. So, los. Ja, Start war ganz gut. Ruhig erstmal vorbeimogeln. Jawohl, taktischer Rempler. Jawohl, war von Anfang an so geplant. Ah, shit. Oh, fuck. So, das nehmen wir mit ins Ziel. Ein Stückchen Zaun durch vorne in der Motorhaube drin. Gibt halt leider auch keinen Rückspiegel. Ja, ist ein bisschen schade. Oh. Nein, nicht von hinten drehen. Glaubt man bekommt auch immer noch extra Punkte, wenn man die schnellste Runde gefahren hat von allen Fahrern. Aber gut. Mache ich mit dem jetzt genauso da vorne bei der nächsten Kurve. Darf halt nicht zu übermütig werden und sich. Ah, shit. Okay, war trotzdem. Ah, nee. Und sich nicht selber irgendwie ins Aus befördern. Hier, das ist halt echt geil. Ne? Das bleibt alles rumliegen. Und die Performance ist super. Ich nehme es jetzt zwar nur in Full HD auf, aber auch in 1440p läuft das Spiel butterweich. Selbst mit Aufnahme noch und allen Grafikeinstellungen ganz, ganz hoch. Und ich finde, es sieht auch echt gut aus. Also kann man nicht meckern eigentlich, ne? Ich muss nochmal versuchen, den hier vorne irgendwie. Oh, jetzt hat er selber einen kleinen Schlenker reingebaut. Also die KI ist Gott sei Dank echt nicht perfekt. Ja, die machen manchmal wirklich einfach auch dumme Sachen. Ja. Okay. So, das Auto noch durch die letzte Kurve tragen. Ja, erster. Super. Ach nee, es ist ja noch eine Runde. Ich dachte, ich bin schon zwei gefahren. Ach ja je. Ich dachte, das war schon. Gut, dann war es das halt noch nicht. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt von dem schönen Schadenssystem nicht viel mitkriegen, aber soll mir für den Anfang erstmal recht sein, wenn wir hier das Ding gewinnen. Sehr gern. Gib mal ein paar mehr XP. Können vielleicht nochmal am Level aufsteigen hier. Irgendwas freischalten. Ist er wieder. Lieber mit Handbremse um die Kurve oder lieber normal abbremsen? Bin mir noch nicht sicher, was hier am besten ist. Verdammt. Da ist er. Man hat halt auch keine Karte, ne, wie die Strecke verläuft. Oh. Junge, Junge, das war knapp, ey. So, das war's doch jetzt aber, ne? Gut. Erster Herausforderung fehlgeschlagen. Obwohl wir die beste Runde hatten. Ich weiß nicht, welche Herausforderung, wo man das vorher einsehen kann. Steht das hier vielleicht? Ach ja, Bonusziele verursachen mindestens 500 Schaden. Ah. Okay, Punkte. 215 von 400. Meisterschaft 0 von 1400. Okay. Wahrscheinlich muss ich wirklich bloß innerhalb von einem Event oder von einem größeren Event durch die Rennen eine gewisse Punktzahl erreichen. Um dann weiterzukommen. Ach shit. Knarzendes, berstendes Blech und Metall und Reifen und alles. Oh ne. Oh, der Sack.
Wie viel der 8. oder 7.? Ich bin schon hier noch vorbei. 6. Nein, Mann, geh doch mal aus dem Weg, du Blödkopf. Oh. Shit. Hat sich nicht ganz so weit rumgedreht, dass ich da hätte vorbeifahren können. Schon. Ja. Einmal innen vorbei, nochmal zwei Plätze gut gemacht. So, die beiden kriege ich auch noch auf alle Fälle. Dann haben wir noch eine Runde. Mal gucken, ob ich da vorne noch mal rankomme. Vielleicht noch mal einen gut mache. Das ist jetzt schon die letzte Runde. Ui, was macht denn der da vorne? Dreht er sich? Ah, ne, da ist ein bisschen in Schleudern gekommen. So, eine Kurve noch. Da noch. Ne, das war's. Gut, 3. immerhin. Das ist nicht verkehrt. Herausforderung wieder fehlgeschlagen. Ja, das war das mit den Punkten. Mit den 500 Schadenspunkten. Geborener Demolierung. Demolierer erreichte Position 1. Oh, das ist da unten schwer lesbar. Gesamtpunkte 285 von 400. Erlangte Sterne 0 von 4. Was denn für Sterne? Okay. Mhm. Komm, eins machen wir noch. Ich wollte es einfach nochmal zeigen, bevor es jetzt rauskommt und es dann mehr Geld kostet und sich der eine oder andere überlegt, es dann zuzulegen, dann lieber doch jetzt. Und Position 22 von 24 ist rot. Okay. Na gut. Dass es einem trotzdem nicht gefällt. Wenn wir dran denken, ihr habt 2 Stunden Zeit. Innerhalb der ersten 2 Wochen nach dem Kauf. Ach, hier gedrehte Wagen. 1 von 6. Das wäre was für... Da ist noch einer. Ah, hat nicht ganz gereicht. Man kann das ja dann trotzdem wieder zurückgeben, falls einem wirklich nicht gefällt oder zusagt. Die Strecke meinte ich vorhin, die sich so kreuzt. Muss man dann die extra Herausforderungen machen? Oder sind das wirklich nur Bonusziele? Oh Gott. 3. Ja, wohin sind die anderen beiden? Vielleicht werden die nochmal erwischt von einem. Nein! Nicht in. Nein! Nein! Okay, wenigstens auf dem 2. Komm schon, komm schon. Achtung! Mist. Ach nee, es sind 6 Runden. Ah, es sind ja nicht nur 3 Runden. Ich wollte schon sagen, ich fahre hier schon viel länger rum. 6 Runden, okay. Verdammt. Würde ich besonders eng drin vorbeifahren. Ja, jawoll. Hat er nochmal einen mitgekriegt. Stört ihn aber gar nicht so sehr. Haha. Nein. Karma. Instant Karma. Selber einen draufgekriegt, aber nicht so viel Pech gehabt wie er. Uff. Okay, ich glaube, das war's jetzt, oder? Ja. Ja, super. Glück gehabt. Ach, das war Qualifikation. Aha.
Deswegen sah das vorhin anders aus. Okay. Weiter geht's. Nochmal 6 Runden. Darf aber auch als erster starten. Das soll mir recht sein. Viel zu lang gedauert, dass mal wieder so ein gutes Spiel rauskommt in der Richtung. Also Destruction Derby damals war ja echt der absolute Hammer einfach nur. Und dann hat sich irgendwie nie wieder einer großartig rangetraut. Na gut, die Flatout-Teile, davon mal abgesehen, da war auch der erste Teil noch richtig super. Der zweite war noch okay und alles, was danach kam, konnte echt in die Tonne hauen. Ey, rempel hier mal nicht so rum. Rempel 08 Huften. Oh, was ist denn da los? Das war ja schon komplett kaputt. Oh, ach, das wird knapp, das wird knapp. Neue Rivale, Gaming Gob, Goop. Aber das sind, also trotzdem, ne, das sind alles nur NPCs hier, also keine echten Spieler. Man kann auch Multiplayer zocken, natürlich. Nein! Oh Gott. Nein! Ah, fuck. Oh, 3 von 6 gedreht, guck mal an. Shit, eine Runde noch, vielleicht wird der hier vorne nochmal von jemandem aufgehalten. Das war klar. Das war doch klar, dass da was passiert. Letzte Runde. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass der hier. Ah, shit. Nein, auch da nicht. Ah, verdammt. Ich wollte nochmal irgendwie so in die Seite rein. Huch. Okay, geht schon weiter. Das Finalrennen jetzt, oder was? Jetzt bin ich mal vorbei. Müssen wir jetzt gewinnen. Ha! Fuck! Neue Rivale, Easy Dog. Ah, meine ganze linke Seite zum Arsch. Ja, aber es fährt noch. Jawohl. Habe ich ihn gedreht? 4 von 6. Ja, vielleicht schaffe ich auch noch mal durch einen dummen Zufall 2, aber. Der vor uns ist, ist nicht der Erste, sondern der vor ihm. Oh, 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 oh. Jawohl. Der wurde richtig mitgenommen. Okay, super. Das Auto sieht aus. Geht aber noch krasser. Also man kann nicht so unglaublich demolieren, die ganzen Kisten hier. Oh, 5 und 6. Einer fehlt noch. Vielleicht kriege ich den hier als Drehung. Ne, doch, Ziel erreicht. Wo ist auch mindestens 1500 Schaden. Bloß kein Mist bauen. So, guck mal, da auch 6 gedreht. Jawohl. Okay, cool. Sind das die 2 Sterne, die es hier zu holen gibt, eventuell? Oh, 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 oh. Da ist nicht mehr viel dran. Da ist echt nicht mehr viel dran an unserem Auto. Da ist auch schon schwarz dort links. Ach du Scheiße. Ist das in der Mitte der zweite? Nicht noch mal dumm in irgendein reinfahren oder reinfahren lassen. Ja, sieht ganz gut aus. Komm schon, einfach durchs Ziel. Ja! Alter! Puh.
8000 EP. Geil, reicht aber nicht ganz. Aber kriegt man hier gar kein Geld, oder? Doch, wir haben 26.000 Credits. Schmutzfinke, erreiche Position 1. 200 von 200 Punkte, 2 Sterne auch erreicht. Das wäre jetzt freigeschaltet, die Racing Series. Wir können ja mal, pass mal auf, wir fahren mal zum Schluss nochmal so ein benutzerdefiniertes Rennen. Was nehmen wir denn da? Hier Sandgrube 3 kenne ich, glaube nicht. Das bin ich noch nicht gefahren. Ja. Lass mal Schaden realistisch machen. Und KI-Schwierigkeit mal auf Experte. Einfach mal probieren. Fahren wir da nochmal ein Rennen, dann soll es das mal noch, nur nochmal gewesen sein für so ein kleines Reingeschaut. Bitte warten. So, 4 Runden. Bin ich ja mal gespannt, ob überhaupt einer durchs Ziel kommt. Rempeln ausdrücklich erwünscht. 11. von 24. Okay, irgendwo im Mittelfeld. Oh, da gibt's auch wieder eine Kreuzung. Ey. Ha! Sind aber auch schnell. Erleidet man einfach schneller Schaden, wenn man angerempelt wird? Ja, ne? Stimmt. Oh, da hinten ist einer ganz weit abgerauscht. Man kann sich auch zurücksetzen lassen, wenn man irgendwo halt wirklich mal dumm vom Weg abkommt oder so. Alter, wie sieht denn der da vor uns aus? Habt ihr das gesehen? Ey, müssen wir mal drauf achten. Vielleicht kriege ich den nochmal irgendwie ein. Ich glaube es zwar nicht. Das ist direkt einer gegen Masken gefahren. Ja. Da ist wieder einer dagegen gefahren. Schon der zweite. Also macht es ja eigentlich Spaß, ne? Wirklich, das Auto einfach fast komplett im Arsch ist, wenn du fertig bist mit so einem Rennen. Und die Gegner auch deutlich besser sind, als wenn man immer nur vorne wegfährt. Macht ja überhaupt keinen Sinn bei so einem Spiel. Nee! Voll Kühler kaputt. Linkes Vorderrad schief. Da war noch irgendwas Drittes. Ach, linkes Vorderrad, nicht rechtes. Egal, vielleicht kann ich die Kiste noch durchs Ziel schleppen. Bei dem da vorne fehlt auch schon einiges. Brennt der? Brenne ich? Nee. Der hier links brennt. Hat gebrannt. So, was meine ich jetzt? Dämpfer leck, Bremsflüssigkeit leck, linkes Vorderrad locker, rechtes Vorderrad locker. Okay, aber Hauptsache es fährt noch. Fährt wahrscheinlich ein bisschen schlechter jetzt. Da ist schon wieder einer am Baum. Ach so, das war's Ziel. Okay. Ach nee, ich bin disqualifiziert. Shit. Ach herrje. Trotzdem ein bisschen Geld erhalten. Und Nexus RX freigeschaltet. Okay. Markt. Kann ich diesen Nexus kaufen? Man muss halt immer erstmal jedes Auto anklicken, bevor da die Infos freigegeben werden, anstatt man einfach drüber geht. 209 PS. 279. Da ist der kleine Nexus. Was kostet der? 10.000? Kauf den mal. Matt, Digga. Befindet sich in deinem Besitz. Okay.
nehme den mal. Da fahren wir aber nochmal ein Rennen. Sandgrube 2. Volle Strecke. Ja, nehmen wir den mal. Ich weiß auch nicht, was KI-Set ist. Demolition Derby. Ach herrje. Ah, okay. Probieren wir es mal. Aber ganz gut, wenn man dann zwischendurch rausfliegt, kriegt man auch noch ein paar XP und ein bisschen Geld. Banger Race. Sandgrube 2. Sandgrube 2. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, nur noch 55 Leben am Auto oder Schadenspunkte frei oder wie auch immer das heißt da unten. Ah. Shit, ui, Kühler kaputt. Ach je, rechtes Vorderrad schon wieder schief. Oh, wieso? Aber die Strecken fahren sich echt gut, also mir gefällt das wirklich sehr. Rumzuheizen, irgendwas kaputt machen. Und man schaltet auch immer wieder was Neues frei. Das ist schon so eine schöne Karotte, die einfach danach senkt. Mal gucken, was sie dann mit der Release-Version nächste Woche noch bringt. Sechs Runden, ey, nie im Leben. Wir sind immer noch Runde 1. Vergiss es. Darf jetzt nichts mehr weiter passieren. Und trotzdem Vollgas, natürlich. Die Bude sieht aus, ey. Gegner können gerne von hinten in mich rein. Aber nicht von vorn. Hier, was schallt, ist irgendwas defekt. Motorausfall. Irgendwie. Unserem Auto geht es gerade nicht so gut. Wir haben noch 12 Leben auf der Uhr. Ich bezweifle, dass wir die nächsten 4,5 Runden überstehen. Kritischer Schaden steht da unten. Shit, das war's. Ah, fuck. Ja. Da kam ich nicht mehr weg. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. 730, ein bisschen dazugekommen. Gut, okay. Das war jetzt erstmal zum Reinschauen nochmal. Oder wollen wir noch eins fahren? Speedway 2, Speedway 1. Schotter. Nochmal 3 Runden. Mehr überstehen wir sowieso nicht. Komm, eins fahren wir noch. Ist dann aber wirklich das Letzte. Mal so fahren? Also ich fahre mal ein Rennen so. Gibt leider keine VR-Unterstützung. Das wäre natürlich der Hammer. Nicht so sehr über die Kante, sonst dreht es mir wahrscheinlich das Auto wieder auf den Rücken. Oh shit. Nein. Es gibt auch eine Mod,
die wohl den Schaden noch realistischer macht. Aber da dachte ich, naja, das ja, für den Anfang vielleicht noch nicht so optimal, wenn ich mir direkt sowas da installiere. Einfach mal im Steam Workshop gucken. Gibt's echt nette Sachen schon. Oder schon seit einer ganzen Weile mit Sicherheit. So, sieht ganz gut aus. Eine Runde noch, 7. Platz. Auto ist noch halb frisch. Vielleicht kriege ich hiervon nochmal ein, zwei. Ah, shit. Da wollte ich aufs Ganze gehen. Ach, herrje. Ach, Mist. Da habe ich die Kurve zu eng genommen. Noch leben war. Noch ist das Auto nicht ganz Schrott. Kein Totalschaden. Nein! Fahr mir doch nicht vors Auto. To. Schade. Naja, gut. Ganz gut vorangekommen. Okay, das war's von mir erstmal. Kleines reingeschaut nochmal. Und ja, viel Spaß beim selber zocken. Vielleicht, wer da Bock drauf hat, gibt's auf Steam. Wie gesagt, aktuell noch für 35. Und wenn es dann released ist, entweder 45 oder 49,99. Eins der beiden. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal.